Ja, so stellt man sich den Frühling vor. Gell, da schneit's und schneit's. Ich habe eigentlich heute gehofft, dass ich mein Filmchen mal draußen machen kann. Ja, dann bleiben wir halt herin. Grüß Gott, alle miteinander. Ihr kennt, glaube ich, auch solche Edgekarten, heißen die. Hätte, sollte, könnte, würde. Durchgestrichen, aber machen. Das ist das Motto. Wir können was tun. Wir brauchen uns nicht faul verstecken. Und das sollte uns eigentlich froh und zuversichtlich machen, auch in dieser Zeit. Ja, heute, wer am Sonntag in die Kirche geht, der hört zum einen das Evangelium von der Tempelreinigung. Da wird Jesus richtig böse und treibt die Händler raus. Eine Verkaufshöhle, eine Shopping-Mail habt ihr aus dem Haus Gottes gemacht. Er liebt seinen Vater und verzehrt sich für ihn. Und er will auch, dass wir seinen Vater lieben und ein, ja, wie er sagt, reines Herz haben. Wir hören aber am Sonntag zuvor das sogenannte Zehngebot. Die 10 Gebote oder 10 Worte, wie manche auch sagen, den Dekalog oder 10 Weisungen. Dabei überhören dann die Menschen oft den wichtigsten Satz, der dabei steht, der erste. Ich bin der Gott, der dich aus Ägypten befreit hat. Und das ist das Entscheidende. Zuerst befreit uns Gott, zuerst schenkt er uns was. Er liebt uns, ohne dass wir etwas tun. Dann sollte uns vielleicht es nicht mehr so schwer fallen, ihn zu ehren, keine anderen Götter zu haben, den Sonntag als Tag des Herrn zu feiern, auf die Eltern achten, auch Großeltern, nicht töten. Ja, Lokatal heißt es immer ganz kurz. Nicht töten. Nicht du sollst nicht töten oder du sollst nicht, sondern Lokatal, nicht morden, vor allem ist damit gemeint, das bösartige Töten. Ja, nicht Ehe brechen, nicht lügen, nicht stehlen. Und dann kommen noch so diese letzten Gebote, die so ein bisschen auch mit unseren Eigenschaften zu tun haben, immer auf die anderen zu schielen, zu begehren. Also nicht neidisch, geizig oder habgierig zu sein. Und Jesus hat es noch einfacher dann gesagt. Also liebt Gott, liebt den Nächsten wie dich selbst. Allerdings auch eure Feinde. Aber das Wichtige ist es, wie dich selbst oder auch dich selbst. Ja? Und noch einfacher, was du von anderen erwartest, das tu ihnen. Genauso, was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem anderen zu. Die goldene Regel, die ihr bestimmt alle kennt. Aber das Entscheidende ist immer nicht in der Kirche, du musst was tun oder Religion, du musst fromm sein, du musst das und du musst, du musst, du musst. Nein, nicht hätte, sollte, können, würden, machen. Wir brauchen Leute, die was tun, die zupacken, aber nicht in dem Sinn, du musst, sondern wir sind geliebt und mit Gott wird unser Leben gut. Von dieser Geschichte, die ist so wichtig, diese Befreiung aus Ägypten, da haben natürlich die amerikanischen Sklaven dann immer ihr Gospel gesungen. Und das kennt ihr, glaube ich, auch alle. When Israel was in Egypt's land. When Israel was in Egypt's land, let my people go. Oppressed so hard they could not stand. Let my people go. Go down, Moses, way down in Egypt land. Tell old Pharaoh, let my people go. Wir schnippen immer auf 2 und 4. 1, 2, 3, 4. Das ist der Swing. Das ist ein bisschen belebter. Der Deutsche ist oft immer so der Marschierer. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Das ist eher Polka und Marsch. Aber das Jazzigere und das Swingendere ist das andere. Thus saith the Lord, bold Moses said, let my people go. If not, I'll smite your firstborn dead. Let my people go. Go down, Moses, way down in Egypt's land. Tell old Pharaoh, let
Thy people go, no more shall they in bondage toil. Let my people go, let them come out with Egypt's spoil. Let my people go. Go down, Moses, way down in Egypt's land, tell old Pharaoh. Let my people go, oh, let us all from bondage flee. Let my people go, and let us all in Christ be free. Let my people go. Go down, Moses, way down in Egypt's land, tell old Pharaoh. Let my people go. Ja, also ein Lied, das bewegt ist und eingeht und bestimmt alle kennen. Für dieses Wochenende, dritter Fastensonntag, es geht voran und hoffentlich bald einmal auch mit dem Frühling. Für dieses Wochenende segne euch und alle eure Lieben, der allmächtige und starke und befreiende und uns liebende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Haben wir es wieder für heute. Macht es gut.